Mein Name ist Vanessa Hoffmann, ich bin freie Mitarbeiterin am Stadtmuseum Berlin und wir befinden uns heute hier im Märkischen Museum, eines der Häuser der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Der Ausstellungsbereich, in dem wir uns heute befinden, die Proberäume, ist Teil der Dauerausstellung des Märkischen Museums. Hier erzählen wir, welche Aufgaben ein Museum hat, wer die Objekte ausstellt und wie ihre Geschichten erzählt werden. Im Aktionsraum können Besucher und Besucherinnen jeden Alters ihre persönliche Ausstellung gestalten. Oft bringen sie dafür eigene Objekte mit, die eine besondere Berlin-Geschichte erzählen. Wir zeigen euch heute, wie ihr zu Hause eure eigene Ausstellungsbox gestalten könnt. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Antonia. Hallo, ich bin Mathilda. Ja, und ich bin die Mama, ich bin Yvonne. Ich habe mir das Thema Tierpark für die Box rausgesucht, weil ich finde es so schön, die Kombination von Pflanzen und Tieren und dass die Tiere da sehr gerecht gehalten werden. Also wir sind auch sehr oft im Tierpark. Wir mögen den Tierpark. Ja, wir sind immer Weihnachten im Tierpark, also den Tag, wo Weihnachten ist, also am Tag über. Am Heiligabend, am Tag vom Heiligabend. Genau. Ich habe eine Giraffe mitgebracht, weil ich Giraffen sehr schön finde. Ich finde sie auch sehr lustig, dass sie einen langen Hals haben, damit sie an die oberen Blätter rankommen. Und wir hatten einfach sehr viel gelbe Knete. Und da dachte ich, Giraffe ist doch passend, wenn man gelbe Knete hat und ein Tier machen möchte. Da ist doch Giraffe die beste Wahl. Genau, ich habe das Schwein, weil ich Schweine sehr mag und weil die auch Glück bringen sollen. Und die sind rosa und es ist einfach. Es ist nämlich ein Lovebird. Die Tiere heißen Lovebirds. Es steht so schön am Käfig dran. Und genau, das ist ein fantastisches Familientier, wie ich finde. Und die verbauen wir jetzt heute in der Box. Dafür braucht ihr folgende Materialien: Schuhkarton oder einen anderen Karton. Papier, Schere, Kleber, Tesafilm oder Cuttermess. Stifte, Zeitungen, Magazine, einen Bastelkarton, alles was ihr zu Hause habt, zum Beispiel leere Eierkartons, Toilettenpapierrollen oder leere Joghurtbecher könnt ihr verwenden. Schneidet mit dem Cutter ein Loch in den Deckel des Kartons. Lasst einen Rahmen an den Seiten, dort könnt ihr etwas draufschreiben oder aufkleben. Überlegt euch, welche Geschichte ihr mit eurem Objekt erzählen wollt. Welchen Berlin-Bezug gibt es? Zum Beispiel euer Lieblingsort in Berlin, eine Familiengeschichte, ein besonderes Erlebnis, Wünsche an die Stadt. Am besten beginnt ihr mit der Gestaltung des Hintergrundes und des Bodens. Wie sollen diese aussehen? Ihr könnt beides bekleben oder bemalen. Ihr könnt auch weißes Papier bunt bemalen und dann in die Box kleben. Schaut, was ihr bei euch zu Hause findet. Ihr könnt auch Geschenkpapier, Alufolie oder Zeitschriften benutzen. Ich würde die Attrappe machen. Du würdest die, die Stufen. Die Stufen machen. Den und Berg. Mathilda, wir machen den Hintergrund. Ja. Dann, womit fangen wir an? Wie wär's mit Himmel? Himmel? Ja. Alles klar, dann brauchen wir ein bisschen was Blaues und ich guck mal hier in den Zettel. Ja, ich hab Blau, ganz viel Blau, hier ist noch Filz, okay, Blau. Okay, was können wir noch benutzen? Und ihr gestaltet jetzt erstmal den Himmel zuerst und dann wahrscheinlich den Hintergrund, oder? Genau, wir versuchen erstmal die Wände so zu machen, dass sie nicht mehr als Pappkarton zu erkennen sind, sondern dass sie quasi schon ein bisschen den Tierpark abbilden. Ein Himmel mit einer Sonne und ein paar Wölkchen. Ich brauche einen Bleistift. Und was machst du jetzt? Ich mache die Attrappe, die hinterste. Ah, sozusagen die Ebene, die dann praktisch in die Box reinkommt. Mhm. Man kann auch immer aus alten Sachen was Neues machen, zum Beispiel aus etwas, was schon kaputt ist oder was ungerade geschnitten ist, ein neues Klohäuschen basteln. Überlegt den passenden Platz für euer Objekt. Braucht eure Geschichte noch weitere Objekte? Ihr könnt die entstandenen Objekte, Möbel oder Pflanzen auf verschiedenen Ebenen anordnen. Aus Knete fertigen wir Bäume an, an denen wir dann Blätter aus Papier befestigen. Wir haben gerade die die Terrassen reingemacht und jetzt machen wir die Tiere rein.
und einmal den Gartenzwerg, den Berliner Gartenzwerg. Und jetzt kommt der krönende Abschluss, nämlich der Rahmen. Tada! Jeden Samstag findet von 14 bis 17 Uhr der Boxenworkshop in den Proberäumen statt. Ihr könnt uns dann auch gerne eure fertigen Boxen vorbeibringen und wir stellen sie hier aus. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Basteln und seid genauso kreativ wie wir. Wir sind sehr neugierig, deswegen sendet uns doch die Fotos eurer entstandenen Boxen an mitmachen@stadtmuseum.de. Yeah!